Hallo meine Butterbrote, für mich geht's heute mit meinen Geschwistern nach Amsterdam. Ich glaube, dass tatsächlich der letzte gemeinsame Urlaub vor 3 Jahren war. Deswegen ist die Vorfreude natürlich sehr groß und ja, ich freue mich extrem drauf. In Amsterdam herrscht keine Maskenpflicht und die ersten Minuten haben sich echt komisch angefühlt. Als wir im Hotel angekommen sind, haben wir unsere Sachen abgelegt und es ging für uns direkt in die Stadt. Wir waren in so einem fancy Burgerladen und da gab es einfach pinke Burger mit blauer Soße. Nach dem Essen waren wir vollgetankt und dann konnten wir auch mit voller Energie die Stadt erkunden. An dem Tag war es ein bisschen regnerisch, aber es hat uns nichts ausgemacht und ja, wir sind auf jeden Fall in Läden reingegangen, die extrem bunt waren. Und natürlich darf kein Bubble Tea fehlen und ja, ich habe noch nie so einen coolen Bubble Tea Laden gesehen. Über den Fernseher kann man die Mitarbeiter erkennen, die die Bubble Teas zubereiten. Und schon waren die Bubble Teas von uns fertig und ja, die waren auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Um den Abend noch ein bisschen auszuklingen, waren wir im Irish Pub und haben Billard gespielt. Für mehr könnt ihr gerne bei meiner Story vorbeischauen oder ihr wartet auf die nächsten TikToks. Bye!